Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon-Kolosseum-Part zusammen mit Max. Ich werde Hallo. es rausschneiden, ne? Ich werde es halt safe nicht Ja, ich drin weiß. lassen. Ich Holy hoffe. Ich shit. hoffe, ich Danke, dann hoffe. lasse ich es vielleicht doch drin. So, Nein, ich wir bin. sind nicht mal, ich hoffe, dieses Video kommt heute online, wir sind nicht mal einen Monat zu spät, okay? Erst Alles übermorgen cool, wäre alles es cool. ein Monat. Deswegen passt es. Ja, Max und ich, wir kamen letzte Zeit nicht wirklich zum Aufnehmen, was viel damit zu tun hat, dass wir in verschiedenen Zeitzonen gelebt haben. Ja, Timo hat schön. Wann bis wann hast du immer geschlafen? Von Ja, ist fünf ja jetzt bis. hier Ja, ist unwichtig also. für unsere richtig. Tschüss. So, also Omot und Ja, Butterfree. Butterfree, wie heißt es auf Smetpo, haben beide noch zwei Leben. Der Rest hat noch ein Leben. Das wird lustig. Im letzten Oh Part ist Gott. ja Schwabini explodiert und Ja, das hat stimmt. Boom gemacht. Weißt du, was So, mich übrigens hart triggert? was denn? Dass, wenn du Start drückst, das E klein ist. Ja, aber das müssen die mit der Font so machen, wegen Das sieht dem super AXA. scheiße aus. Ja, nimmt man eine andere Font. Das ist ein Entwicklerstudio, was weiß nicht, wie viel Geld verdient hat. Ich glaube, der Typ, gegen den haben wir schon gekämpft, ne? Meine ja. Oh ja. Aber jetzt kommt der Dicke. Der Dicke hat bestimmt irgendwas Gutes. Aber vielleicht ist hier irgendwo vorher schon. Da vorne ist ein Item. Das hätte ich eigentlich voll gern, aber ich will eigentlich Ja, die vor allem, Lichtlinie. ja, aber wir müssen da durch. Da müssen wir durch. Vielleicht hat er einen Encounter oder so für uns, was ganz nice wäre. Und ich kann mir ja nebenbei Musiker machen, das hört man Ich ja mal. glaube, der nächste Encounter ist halt irgendwo erst übel weit weg. Echt? Ja, Butterfree Sicher? und Lapras. Ja, Lapras ist nicht so geil. Guck mal, die sind schon Level 30 und 32, warte, 33. 33 und 32 waren es, glaube ich. Ja, es wird ein bisschen difficult jetzt alles, aber wir sind Pros. Ja, haha, Prost. Okay, ich will eigentlich ungern Superpower einsetzen. Paddle Dance. Will ich eigentlich auch ungern einsetzen, weil dann sind wir gefangen. Superpower ist aber schon nice gegen Lapras, Ja, aber ich ne? will nicht minus Death. Am Ende kann irgendeiner von den Feuerzangen oder Explosionen und dann ist over. Ja, aber Explosion ist so oder so over. Aber wir haben Magical Leaf auf Lapras. Wir Oder wir gehen auf Double Team einfach die ganze Zeit, damit wir nicht von der Explosion getroffen werden können. Lapras sieht irgendwie Der voll Damage. cool aus. Es sieht komisch aus, wie es in der Luft hängt. Safeguard, Safe okay. Bodyguard ist das, ne? Ja. Ich glaube, die sind Das ist jetzt okay. geschützt von Crits. Okay. No, wir haben. Warte. Oh, es hat dich angegriffen. Mann! Es hasst uns. Hopfer! Was setzt er ein? Ist es Down Wirklich Reigen? gesehen. Attack, fertig. Das ist Kacke. Das ist. Ja. Okay, Wir machen halt nicht. Mit Shadow Wash auf Butterfree. Würde ich sagen. Wir machen halt Lapras eh kaum Damage. Da ist ja, aber wir der, müssen ihn wegbekommen. Hyper Mode, Stoßschaden okay. ja schon was höher. Hydro Pump. Oh oh. Das ist okay. Solange es kein Crit kommt. Ist okay. Oh. Solange Lapras und. Alter, das macht halt echt nicht Ja, aus, wir dass so müssen ein da. Crit, ne? Nee. Hä? Sind die nicht eigentlich immer Crits, wenn man hype? Oh. Ja, RIP. Oh. Nee, das lebt es. Omot ist einfach ne. Aber wir dürfen rausgehen. Geh auf. Das sind damals auch kacke, vor allem Plusle. mit Zitruppen können. Ja, Pluse und Dewgong und Plusle. Dewgong. Damit resistieren wir eigentlich alles relativ gut. Nee, Dings Rockstorm wird trifft Dewgong effektiv. Ach ja, stimmt, ist ja Eis, nicht Wasser. Wobei, es ist nicht neutral. Dann bin ich grad dumm. Nein, er ist sehr effektiv. Gestein ist Ja, gegen ne, Eis Moment. sehr Ja, effektiv. ja, 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 ist richtig. Wusste ich. Habe ich gesagt. Mann, Timo, warum weißt du sowas nicht? Sorry, Mann. Safeguard, Safe also ein Guard. Opfer. Das ist halt vollkommen fein. Iron Iron Tail? Jail, Ist okay. alles Ha! klar. Gemisst. So ein Opfer. Okay. Es bringt Aurora Cotton Beam Spawn auf nochmal. Butterfree. Das ist nichts Gutes. Cotton Overheat haben Spawn. wir. Ja, Wir aber können auch Over Giga Giga Drain Drain ist gehen. eigentlich ganz cool, ja. Eben. Wobei, nee, wir sind schneller. Aber Overheat senkt oder dann dürfen wir gleich wieder rausgehen. Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, vielleicht vorher nochmal Shadow Rush oder so. Ja, aber okay. Aber Giga Drain. Giga Drain macht Das macht mehr. halt nichts! Natürlich. Besser als Shadow Rush, Mann. Aurora Veil ist halt gut, dass es halt auch noch Stab ist. Aurora Aber Beam meine Beam. ich, nicht Aurora Veil. Aber Veil, jawohl. Das ist halt guter Schaden, das ist halt wirklich guter Das Schaden. ist insaner Schaden. Vor So allem ein geht's die ganze Zeit Opfer. weiter auf Safeguard, das Iron Opfer. Tail, okay, ist okay. Iron Tail Das ist. macht aber auch. Ah, so ein Noob! Wir Okay, sind das ist einfach gerade so die. wichtig, ne? Das ist halt wirklich wichtig. Aber wir bekommen heißt. Also ich denke nicht, dass jetzt noch irgendwas. Also wir bekommen ein Item. Yay. Hat er noch ein drittes Pokémon gehabt? Ne, der hatte nur zwei Pokémon. Ja, Dafür sind die perfekt. aber auch echt hoch gelevelt.
Okay. Das ist nicht das Problem bei Colosseum irgendwie immer, wenn du nicht deine Pokémon aus diesem Mode rausbekommst. Ja, aber normalerweise machst du ja auch keine Nuzlocke, weißt du? Normalerweise hast du ja von Anfang an Pokémon, die, halt, die du halt trainieren kannst. Was? Luster Purge. Luster Purge. Was ist das? Das sieht krass aus. Lass das! Okay, geht klar. Krass. War krasseste Attacke den Planeten. Hä, was ist Luster Purge? Ich hab keine Ahnung. Ich google mal eben. Ich kann ja hier nebenbei googeln. Okay. Seismic Toss. Und hier rennen. Sollte passen. Sollte killen. Scheinwerfer war das. LOL, das ist die Attacke von Latias. Nee, nur Latias. Nee, nur Latios. Nee, nur Latias. Nur Latios. Nur Latios. Ja, Latias hat Nebelball. Sag ich doch. So, besiegt. Senkt mit 25% Wahrscheinlichkeit die Spezialverteidigung. Was für ein. Wie viel Spezialgriff hat das? Jetzt ist halt geschlossen, warte. 70, glaube ich. Ja, 70. Okay. Wäre cool auf einem Edelmut-Pokémon. Ja, das wäre ziemlich broken, to be honest. Aber. Was haben wir? Great Ball. 5 Stück. 5. Das ist nice. Das ich meine, wir töten unseren Counter töten uns meistens eh selber, aber. Aber das ist egal. Nee, potenziell. 5 Great Balls sind eigentlich echt cool. Ja. Schade, dass es nicht so wildes Gras gibt, wo so mit einer 10% Wahrscheinlichkeit ein Encounter sein kann. Das wäre cool. Ja, stimmt. Aber. Also, wir heilen kurz und dann geht's weiter zum Muskelprotz. Kommt nicht auch der Boss gleich? Kein Boss. Ich glaube, oh doch. Ach, keine Ahnung. Ich weiß. Doch. Ja, oh doch. Lustig, Ordo. So, jetzt kämpfen wir gegen Barzis. Vielleicht will er gar nicht kämpfen. Vielleicht will er uns ja ein Eis geben. Ah, schade. Ich glaube, der gibt uns kein Eis. Ja, schade. Bodybuilder Barzi. Barzi. Bulbasaur und Chappet. Okay, das geht fit. Ich vermisse unser Bulbasaur. Aber es ist beides kein Encounter. Aber ich glaube, er hat 3 Pokémon. Butterfree! Venomoth! Okay, wir werden jetzt einfach wegfotzen. Oh, der hat echt nur, ja. Lass mal. 2 Pokémon. Ja. Der hat einen kurzen Aussetzer. Der hat echt nur. Hat gar nicht gewählt. Alter, holy shit, das ist fast ein One-Shot. Der Bulbasaur sieht so kacke aus in diesem Spiel, ne? Ja, aber besser als seine Entwicklung, die Kifferpflanze. Alter, ja, das ist richtig schlimm. Okay, Chappet sollte uns nichts anhaben können. Jetzt. Outrage. Ja, das ist okay, das wird nicht so viel machen. Aber es sieht sick aus. Das ist okay. Schade. Wie gesagt, eine Gesteinsattacke. Wollen wir callen? Ja. Nein, die sind doch beide befreit. Oh. Aber dann können wir heilen. Ja, okay, dann nicht. Nein, der wird jetzt gewone-shotted, der Boy. Nein. Doch. Nein. Nee, wir hätten aber einfach. Ja, aber der Hypermode ist doch kacke, dann können wir nicht heilen. Ja, für die Zukunft wäre es gar nicht so schlecht gewesen. Wir hätten einen wenigstens callen können. Ja, eben. Ja, habe ich doch gesagt, Max. Mann, warum haben wir es nicht gemacht? Ja, Mann, ey. Timo, Scheiße. Dummer. Warum nehme ich hier überhaupt schon wieder mit dir auf? Ja, weil ich geil bin. No glory for the fall. I'm crushed. Tja, Barzia, hast du Pech gehabt, ne? So, wir heilen wieder. So, wie gehört. Wollen wir jetzt jedes Mal zurücklaufen? Junge, weißt du, die sind so, das ist viel zu risky. Ja, nee. Jede einzelne KP. Das ist halt, nur, man muss einfach auch mal Eier beweisen. Und Botoge first picken beispielsweise. Nee, dann beweist du nur, dass du dumm bist. Nee, das ist eine Lüge. Nee. Naja, disrespecte den Gott nicht. Ja. Botoge war der beste Pick in der ganzen Season. Warte, wir haben heute Dienstag, ne? Ja. Das heißt, nee, aber Montag. Aber wir können theoretisch gesehen schon über deinen nächsten GPR-Kampf reden, beziehungsweise was du mitgenommen hast, ne? Über den Morgen meinst du? Ja. Ja. Hast du Botoge mitgenommen? Habe, ja. Nee. Ja, siehst du. Das wäre halt so unfair so. Ja. Weil Botoge, das one-shottet halt alles so. Da bereitet sich jeder drauf vor. Ach, hat Barzi dir erzählt, dass er echt Angst vor Botoge hatte? Ja. Lass es nicht mitgenommen. Oh, Tropius und Chrono. Ja, und dann habe ich sein Landorus einfach weggecrittet mit dem Ice Punch. Das funktioniert halt einfach besser. Ja, die Macht war alles Botogel besser als Botogel. Nein, da war nee, die war alles Botogel einfach besser als Botogel Ice Punch. Nein! Deine Mama ist auch nicht besser als Botogel. Doch, ist sie. Nein! Doch. Über Power of Crowdont, let's go. Und Magical Leaf auf Crowdont. Nee, auf Tropius. Alles klar. Aber ich glaube, das ist One-Shot. Na, nein, im Leben. Crowdont sieht kacke jetzt aus. Jetzt komm durch, Butterfree. Ach du Dummer! Ah! Was? Was? Gar kein Bock auf uns. Was?
Jetzt kommt ein Pedal Dance von Tropius und One Shot. Bubble Beam. Bitte auf. Wir sind jetzt halt minus 1, ne? Pfund! Okay, mit den Bananen im Maul. So, ein Problem ist, dass der nächste Superpower Crawler nicht killt. Ich sag ja. Hä? Sicher? Ja. Ja, sicher. Paddle Dance ist aber speziell. Ja. Und dann gehen wir auf Aurora Beam. Aber wir Paddle Dance kann... Geh einfach auch zurück. Ja, oder greif mich an, ist besser, hast recht. Ich hoffe, wir hätten so eine HP-Leiste und würden dann irgendwann im Verlauf des Spiels sterben. Ja, wäre geil. Das wäre schon sexy. Das killt nicht, fuck. Okay, das ist schlecht. Bitte keine Pflanzenattacke. Bullet Seed. Aua, Ouch. Maybe? Fragezeichen? Oh. Ja, selbst wenn du 5er trifft, ist okay. Aber, jetzt, das heißt nicht, dass du 5er... Okay. Safe kill. Nein. Okay, wenn es 5er getroffen ist. Leech Seed, auch easy. Ah, okay, es geht. Jawohl, gut. Easy. Okay. Paddle Dance und Aurora Beam. Bitte, Omot, du dummes Stück Scheiße. Was passiert? Ich hab keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen, weil ich hab mich zu schnell angedrückt. Ich glaube, das hat irgendwie versucht, ein Item zu nehmen. Hä? Ist der dumm? Mann! Was haben wir für dumme Pokémon? Warum seid ihr alle so abfahrt? Das ist uns vorher noch nie passiert. Ja! Alter, von mir auf Fuck, da können wir nichts gegen machen. Bubble Beam. Oh. Das geht nicht. Oh. Außer er crittet. Oh. Wer auf Omot gegangen ist, ist ja einfach over gewesen. Ist gecallt. Okay, pass auf, wir gehen raus. Auf Sandslash, oder? Nein, Bubble Beam. Ja, okay, wir gehen raus auf Flüssel. Ja, das war auf Sandslash, Mann. Oh, Mist, Sandslash. Und dann heilen wir, oder? Ja. Alter, unser letzter Super-Potion. Ja, das ist okay. Wenn jetzt von Formeo keine Explosion kommt, ist alles gut. Junge, Jinx es nicht. Gott. Das geht auf beide auch, oder? Ja. Das wird halt guten Schaden. Oh, das sind halt 30 KP. Okay, auf Dioran geht's, aber auf Pluse. Okay. Aber Pluse tötet es halt. Jetzt Mist, nochmal bitte. Fuck. Ah. Ich will nicht, dass er sich hochheilt. Wir müssen es. Wir können es auch one-shotten, oder? Womit? Plusle. Unser Gigadrain hat es recht, den killt schon 5-mal. Ja, schon Overheat. Und Seismic Thrust, das sind 30 KP nochmal extra, das sollte passen, oder? E-Speed! Nein! Aber Formeo geht nicht auf Hyper Voice, sondern Formeo geht auf. Nein! Wir quitten es weg. Ja, mit Seismic Thrust, hast recht, was super gut critten kann. Komm! Machst du sowas? Kann das nicht verwirren? Nein. Bitte nicht auf Yugong. Mach irgendwie sowas wie... Rolling Kick. Auf Yugong. Damit ist Yugong. Fucking E-Speed. Bullshit. Das ist halt legit Bullshit. Holy shit. Das Spiel hasst uns halt einfach. Wir brauchen halt unbedingt den Counter, sonst sehe ich halt langsam echt schwarz, ne? Ja, ich sehe dann auch Giratina. Okay, dann lasse ich das. Aber ja. Ende. Ja, ist egal. Das war nochmal Ende, aber das war das. Ausdauer. Ach ja. Okay. Mann, Yugong war echt gut. Ich mochte die Yugong echt gerne, muss ich sagen. Ich mochte Bisasam echt gerne. Ach, halt mal dein Maul jetzt. Scheiß mal auf Bisasam. Nein, Bisasam. Never forget. Spaghetti Spaghetti. Haha. Ah, Mann, aber wir sind jetzt immerhin fast fertig. Und. Als ob der schon wieder Ausdauer einsetzt. So fein. Nee, ich will, also, aber, jetzt ich will aber nicht in den Hyper-Mode eigentlich, weißt du? Passiert doch nicht. Warte, wir müssen mit Attacken angreifen, die nicht den Hyper-Mode verursachen. Okay. Er ist tot. Kein Hyper-Mode für uns. Mann, das ist so Bullshit. Und gleich kommt dann nochmal irgendwann. Ja, gleich kommen noch Bosskämpfe mit Level 35 Pokémon und so. Dann ist es Kyogre, was Explosion einsetzt und dann haben wir verloren. Ja, dropped in the dirt. Also wenn jetzt nicht noch ein Wunder passiert, glaube ich, dass wir in diesem oder im nächsten Part verlieren. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. So nach 4 Wochen kommt ein Part. Yay, verloren. Ach, Mann.
Ich laufe aber immer noch sehr toll. Wir laufen einfach synchron. Unsere Arme schwingen in einem Beat. Das ist schon geil. Okay. Wie viele Pokémon haben wir jetzt overall schon verloren? 6? 5. Noch 4. Also 5 mit Yoga. Ja. Wir hätten jetzt einfach. Ich habe gerade WhatsApp angeschrieben. 9 Pokémon. 9. Yep. So haben wir 4. Weißt du, wir sind voll stolz. Ja, wir haben jetzt 6 Pokémon. Ja, und dann bekommen wir 10 Jahre keinen Kart. Also, wenn jetzt gleich alle unsere Pokémon sterben, ja, dann würde ich offscreen die Encounter nachholen, die wir haben. Weil wir haben ja auf Omot und Smapbund noch jeweils ein Leben. Oder allgemein, glaube ich, ich tue vom nächsten Part die Encounter offscreen nachholen, oder? Sollte passen. Ja. Haben wir denn noch viele? Ach, hier geht schon weiter, fuck. Weiß ich gar nicht mehr genau, aber... Ich glaube, wir haben 2 oder 3. Ja, irgendwie so. Und die würde ich vielleicht schnell holen. Ja. Shifty und Latias, perfekt. Alles klar, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Aber wir können es potenziell. Haben wir keine geile Käferattacke? Bugbuzz oder so? Nein. Maybe? Nee, haben wir nicht. Sind wir beide im nee, wir greifen jetzt mit Shadowrush an. Auf beide. Ja. Also beide, ich würde Latias... Ja. Okay, Searing ist okay. Bitte seid jetzt kein... Yo, was ist viel? Bitte ist halt seid jetzt Latias, nicht scheiße im Kopf und greift an. Okay? Bitte sei jetzt nicht scheiße im Kopf, Smetbo. Tickel. Tickel. Der kitzelt mich. Was bringt denn das? Ja, ich glaube, wir sollten gleich hier nach rausgehen. Ja, wir gehen mit Smetbo. Auf Headslash. Ja, ist okay. Können wir machen. Und mit der Shadow Wash auf Latios könnte killen. Von Oman sollte killen, glaube ich, ja. Aber er hat immerhin nur ein Pokémon. Der das ist nice. Zwei Pokémon. Der darf jetzt halt nicht kacke im Kopf sein. Omot. Ja, Omot ist unser Bro. Eigentlich. Habe ich bis eben auch gedacht. Der wird critten. Searing auf Sanama wäre nice. Kann er flinchen? Nein, das kann die Verteidigung droppen, glaube ich. Shadow Rush kommt durch. Kill, crit, kill, kill, crit, kill, kill, crit. Kill. Nice. Ja, crit. Das ist nice. Das ist echt gut. Das ist wichtig. Und jetzt kommt bitte Haze. Haze. Ist okay. Das ist gut. Das ist insane. Wollen wir mit rausgehen vielleicht? Mit rausgehen, ja. Ich bin ja für Pluse, weil wir haben Overheat und das sollte gleich killen. Ja, aber so können wir sicher gerne, dass wir Omot nicht verlieren, weil Omot ist verdammt wichtig für uns irgendwie. Also es macht super viel Work. Das ist das beste Pokémon der Zeit für dich. Ja, ja, ja. Und mit Pluse... Bubble Beam. Bubble Beam. Bubble Beam. Bubble Beam. Bubble Beam. Bubble Beam. Oh. Und ganz vergessen, dass wir da ein Boden-Pokémon draußen haben. Na gut, dann wechseln wir aber gleich doch wieder raus. Brauchen wir nicht. Ich glaube, das. Wobei. Ich weiß nicht, ob wir schneller sind. Ah. Wir gehen einfach auf das Overheat. Problem ist, was wollen wir gehen? Hä? Ja, schon aus einem damaligen Overheat. Hä, wir gehen auf. Wir wollen nicht heilen. Heilen, wir haben Trank. Ja, ja, einen normalen Trank. Nein, das reicht nicht. Wir haben keinen Super Potion mehr. Wir gehen in Butterfree raus. Butterfree ist am egalsten. Wow. Der hat auch 2 Leben, der Junge. Ja, Butterfree verweigert eh immer alles. Das ist richtig der 31er. Ja, übel der 31er, richtig der Present. Siehst du, Godspeed und Overheat. Alter, das sieht so sick aus, holy shit. Holy shit. Nice. Okay, heißt heilen wieder. Yay. Yay. Ich will gar nicht wissen, wie oft wir schon geheilt haben. Ich würde sagen, einen Kampf machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Ja. Ja, Leute, Pokémon Kostüm wird jetzt wieder öfters kommen. Hoffe ich zumindest. Also, ich hoffe es halt wirklich. Der Timo seinen Schlafrhythmus mal fixt, dann auf jeden Fall. Wenn ich nicht mehr in einer anderen Zeitzone lebe, dann vielleicht. Ja. Weißt du, Timo lebt gerade einfach in. Keine Ahnung wo. Und wo? Lebt seinen Traum so. Wo lebe ich? Ich weiß gar nicht, welche Zeitzone zu deinem Schlafrhythmus passt. Wo lebe ich denn? Sag doch mal. Ich weiß nicht, welche Zeitzone zu deinem Schlafrhythmus passt. Sag doch. Okay, weißt du? Nein, rate. Dann rate. Ich kenne mich mit Zeit so ein bisschen aus. Ich sag jetzt einfach mal China. Nee, das passt sogar. Weil in China ist gerade 17.02 Uhr. Ja, da würde ich jetzt aufstehen. Ja. Ja, um 11 Uhr, das passt. Das ist ungefähr deine Zeitzone. Ja, oder? Kommt hin. China ist okay. Hi. Was sagtest du denn jetzt, was ich sagen will? Weiß nicht. Hättest du Afrika gesagt, hätte ich es lustig gefunden, weil in Afrika ist die gleiche Zeitzone wie hier. Was ist das hier für ein dummer Was ist das hier für ein dummer Raum? Keine Ahnung, Fitnessraum. Da ist Steffen drin. Da ist schon wieder. Ah, Item. Nice. 5 Super Potions. Ein Beleber, ja geil! Woo! Salz in die Wunde! Geil.
feiere ich schon so ein bisschen. Ich schon, ich auch. Safe. Aber lass mal Butterfree aufhauen. Hat er zwei Leben? Naja, lass Butterfree aufhauen. Hallo Blauhaarige. Lol, die ist aus für Barzi, oder? Die steht auch auf Blauhaarige. Hier schon, ja. Barzi hier, gönn dir. Hunter Toti, gönn dir. Hey, die Nummer ist... Alter, ja. Kelly und Kochi. Können wir auch direkt noch einen zweiten Kampf machen, eigentlich. Ja, theoretisch. Ja, und jetzt sterben alle unsere Monster, ja. Die es kommen, Alter. Wobei, Smogon kann Explosion, oder? Nee, Finale. Ja, im normalen Spiel, aber das ist ja nicht normal. Ach ja, so randomized, stimmt. Aber die hat drei Pokémon, ne? Wir sollen den Tag nicht vom Abend loben. Du triffst Kyogre. Warum gehen wir eigentlich auf Graupi und nicht auf Smogon? Weil es one-shottet. Haben wir einen safe One-Shot schon mal. Ja, aber... Ist Smogon nicht gefährlicher? Der könnte... Alter, ist hässlich. Geil. Der könnte... Alter, ist hässlich. Geil. Okay. Jetzt können wir... Kein Finale. Oh. Ja, den können wir double targeten und dann töten. Gut, dass Lamos nicht Comment hat, ey. Ja, das stimmt. Wollen wir... Ja, wir gehen mit beiden aufs Smogon. Ich weiß nicht mal, ob das killt. Nee, wahrscheinlich nicht. Crit. Wenn wir jetzt nochmal critten, nein. Maybe. Nein, das hilft nicht. Ach! Nochmal! Du dummer! Ey. Idiot! Ah! Hä? Was? Was? Hä? Achso! Hey, der ist aus dem Hypermode raus. Okay, alles fein. Achso. Du dummer Idiot, hey, ich greif doch an, Mann! Was willst du, du Hure? Mega Kick. Okay, ist okay. Ich hab vor, so ein Laus. What the fuck? Oh, was? Ich hasse mein Leben. Warum sah das so dumm aus? Ich hasse mein Leben so hart. Und da muss guck mal, XD. Und dann one-shottet der mich einfach mit einem scheiß Mega-Kick. Alter. Das ist extrem lustig, weil das so dumm aussah. Alter. Bullshit. Ich liebe Lamos gerade so ein bisschen. Das sah halt so geil aus. Bullshit. Ich will die Animation eigentlich nochmal sehen, weil ich will nicht noch einen Mon sterben lassen. Oh. Uiuiui. Oh, wir haben nicht gecrittet. Das ist Kongspor. Kacke. Lol. Absoluter Bullshit. Macht das nicht unser Death Wound oder so? Nee, nicht. Ja, okay, das ist fein. Die Animation! Das war Klaus, das übel viel. Klaus. Klaus. Nee, mit Giga Drain plus Dingens killen wir. Plus Shadow Rush und dann verweigert er? Nee, wir machen hier nicht so eine. So was machen wir nicht wegen Außen Sense Flash. Mach nicht diesen. Way to hell. Ah, Gott. Haben wir uns jetzt Kofik rausgenommen? Ja. Ja. Kofik. Kofik. Ah, weißt du, da verlieren wir noch ein Kackleben auf Smetbo. Weil gecrittet wird. High Jump Kick! Ja, das ist egal, aber. Mann, was ist mit dem los, Alter? Der ist das ist voll. Das ist halt perfekt Steffen, so. Er sieht aus wie er. Ja, macht so. Macht Welle wie er, nein. Mann, Sadama sieht echt cool aus. Ja, das stimmt. Junge, Slowbro ist richtig gut. Jetzt kommt durch, Omar, und kill ihn. Crit. Das sollte eigentlich Fitbro was? Heißen. Oh, alright, nein. Leute, wir machen doch keinen Kampf mehr. Junge, es hat richtig dicke Beine, war richtig fett trainieren. Hat richtig dicke Beine. Richtig fett trainieren. Damit Dancing tot, ja, Alter. Doesn't win any pen. Das ist schön. Kannst du ja mit Barzi tanzen. Ja, genau, ist ja eh seine Waifu, die Toti. Da vorne ist schon wieder jemand, Alter. Aber den können wir eigentlich umgehen, oder? Ja, haben wir bei dem einen letztens auch gedacht. Und dann hat der sich um 180 Grad irgendwie gefühlt gedreht. Ja, und so, Depp, lol, dich hab ich gesehen. Depp gemacht. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Alles scheiße hier. Das ist ja toxisch. Ja. Was haben wir? Yugong ist jetzt tot und noch ein Leben aus Netbo. Ich hole die Encounter nach vor dem nächsten Part, okay? Netbo ist aber eh eine Fotze. Das werde ich safe machen. Alright, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Schaut auf jeden Fall bei Max vorbei.
Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann nächsten Monat wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.